Liebe Leute, willkommen zurück zu Alan Wake 2. Wir sind vor der Dunkelheit geflohen und haben hier Zuflucht gefunden. Und jetzt schauen wir mal, was uns hier hinter erwartet. Wir sind immer noch im Ocean View Hotel. Wir haben erneut die Eingangshalle. Alan Wake. Das ist ein Datum Raum 108. Das machen wir. Der Teufel schritt durch das Hotel und machte den ganzen Ort zu einer Hölle. Ich glaube allerdings, da kommen wir immer noch nicht rein. Denn finde den Tatort ist auch immer noch offen, als hätten wir den... Naja, im Grunde haben wir ihn nicht gefunden. Das stimmt also schon. Aber ich würde ihn gern finden. Ja, hau ab. Wie komme ich da rein? Ach, das ist zu. Warte mal, hier haben wir doch... Wir haben doch auch eine Map, oder? Wir schauen mal eben rauf. Also, was wir haben möchten, ist... Zugang zu diesem Räumen hier. Da hinten ist der Tatort. Zack. Da haben wir die zweite Etage. Ist das hier... Geht das einher mit dem? Nee, da kommen wir raus. So, dann schauen wir mal. Dass wir vielleicht irgendwie drüber kommen. Das wäre ja dann hier. Kommen wir von hier irgendwie weiter? Hier ist der Ballroom. Gerade ein bisschen überfragt, wie wir da hinkommen sollen. Denn die Szene wechseln hat uns beim letzten Mal auch nichts gebracht. Hier haben sie die Probe gemacht, ne? War das nicht hier? Hier können wir nochmal was machen. Schauen wir nochmal unten. So, hierhin kommen wir. Hier können wir auch die Szene wechseln. Letzte Szene. Das vielleicht. Das ist es.
Was, Lady? Schallplatte. Eieiei. Verloren an der Küste zwischen dem Wald und dem Ozean, die Eule und der Hirsch, eine bewegte Reflexion. In seinem Zimmer wird er ihr wehtun, dort wird er gefasst. Seine Geschichte endet, ihre nicht. Dieses Ritual wird dich weiterbringen. Deine Freunde werden ihn treffen, wenn du weg bist. Dann gucken wir mal. Dies war der Tatort. In der Badewanne lag eine Schallplatte. Unter der Leiche. Ein weiterer Schritt. Irgendwie war ich meinem Zuhause näher. Näher als je zuvor. Sie schon wieder. Die FBI-Agentin. Saga Anderson. Ich nähere mich. Ich spüre es. Dank Ihnen werde ich bald fliehen können. Wake? Sind Sie noch gefangen? Ich habe den Klicker. Wir können... Sie wissen vom Klicker? Er kann uns helfen. Ich habe beim letzten Mal das Dunkel damit zerstört. Sie können helfen. Sie können ihn finden. Sie müssen ihn finden. Ich kann ihn zu Ihnen bringen. Aber erst muss ich verstehen. Haben Sie mal Geschichte geschrieben? Alice ist in Gefahr. Ich muss Scratch aufhalten. Ich muss Return finden. Ich muss zurück zu meinem Apartment. Ich schreibe eine Geschichte, um durchzukommen. Initiation. Das ist der einzige Weg. Nennen Sie sie wieder. Wenn Sie noch Mord sind, können Sie dürfen sie nicht rechnen. Es dauerte nur einen Moment, wie zwei Planeten, die aneinander vorbeiziehen. Saga Anderson half mir, tiefer vorzudringen, der Flucht näher zu kommen. Irgendwie. Ich vertraute ihr. Parliament Tower. Ich musste zurück zu meinem Apartment. Ins Arbeitszimmer. Ich musste das Manuskript von Return finden. Okay, sehr cool. Finde Alice, verlasse das Hotel. Lassen die mich hier einfach so raus, oder was? Sieht alles ganz gut aus soweit. Kein Blut, ein bisschen Müll hier und da, aber gut. Haut ab! Silber Wake. Oh! Ruckel Wake. Nee, Alan Ruckel klingt besser. Wieder der Parliament Tower. Zane meinte, das Manuskript von Return wäre der Schlüssel zur Flucht. Ich musste es vor Scratch erreichen. Ah, ich wollte gerade sagen, wo ist der schwarze Punkt hier? Hatte ich beschlossen, dem Kult zu folgen? Oder hatten Sie mich als Dämon auserkoren? Der die Hinweise auf der Basis meiner Interpretation ordnen und das von mir Beobachtete ändern sollte. Es war ein Schauspiel, Schatten an der Wand einer Höhle, ein Echo realer Ereignisse, die irgendwo passiert waren. War ich dort, um Schatten zu beobachten? Oder war ich selbst einer, als Teil einer Darbietung für andere? So, da müssen wir hin. Oh, hier haben wir einen Safe-Raum. Das heißt nichts Gutes. Speichern einmal. Können wir wieder die Realität wechseln, aber ich würde sagen, wir ziehen mal durch hier mit Alan.
Denn da mir mehrmals gesagt worden ist, es ist egal in welcher Reihenfolge und so, denke ich mir, bleiben wir lieber mal an einem Strang dran und schauen dann mal. Jetzt sind wir ja so grob auf der gleichen Zeitleiste quasi. Jetzt haben wir uns ja gesprochen, während sie im Wald gekämpft hat gegen die beiden Sheriffs oder was das war. Da hat sie das ja gesehen, was wir hier gerade erlebt haben. Also da haben wir miteinander gesprochen. Und deshalb würde ich sagen, gehen wir mal mit Ellen hier zurück ins Arbeitszimmer. Fahr zur Hölle! Ja, nette Frau, die ich da hab. Alice hatte das Bad in eine Dunkelkammer umgewandelt. Sehr nett. Können wir hier was machen? Nö. Oh, der Sound. Barry Wheeler, das ist auch jemand, den wir aus dem ersten Teil kennen. Alles klar bei dir zu Hause, ich wollte mich nur kurz melden. Ich habe versucht, dich anzurufen, konnte dich aber nicht erreichen. Wahrscheinlich steckst du gerade mitten in deinem kreativen Prozess. Ich weiß, wie es euch Künstlern geht. Wenn ihr mitten in euren Projekten steckt, alles andere rückt in den Hintergrund. Wenn du zurückrufst, freue ich mich, den nicht erreichen, tue ich mir das Exit sollte, was in meiner Rätsel ist. Okay. Nochmal eher. Die Haifische kreisen. Sie versuchen jetzt aus dem, was Al zugestoßen ist, einen Film und oder eine TV-Show zu machen und oder stell dir das vor, ein beschissenes Videospiel. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen sich zum Teufel scheren. Außerdem, falls du das von jemand anderem erfährst, arbeitet eine Autorin für echte Kriminalfälle namens Tammy Booker an einem Buch über Al. Ich habe ihren Verleger ausfindig gemacht und ihm gesagt, dass wir ihn verklagen werden. Hi Alice, ich melde mich, weil ich nichts von dir gehört habe. Alles okay bei dir? Ich war ständig in Meetings gefangen, ohne Pausen. Ganz offen, ich überlege, in einen Becher zu pinkeln und das Mittagessen ist beschissen. Wie diese Leute je Filme machen können, wenn sie nur noch in Meetings hocken, ist mir ein Rätsel. Hey Alice, du wirst jetzt sicher denken, dass ich durch einen bösen Doppelgänger ersetzt wurde, aber ich bin einem Kult beigetreten und ich liebe es. Das mit der Kult war nur ein Scherz, mehr oder weniger. Blessed Wellness Retreat. Die Arbeit mit Al und den Andersons war zwar manchmal hart, aber diese Filmtypen sind einfach der Wahnsinn. Mein Stresspegel ging durch die Decke, aber dann bekam ich einen Tipp mit dem Retreat. Ja, okay, das ist jetzt alles so ein bisschen... Nochmal, Barry. Okay, also er ist der Executive Producer und er versucht da so ein bisschen aus dieser ganzen Alan Wake-Geschichte und dem Verschwinden... dass da die Leute nicht Kohle mitmachen. Nach Alans Tod habe ich monatelang die Wohnung nicht verlassen. Die Verwirrung. Die Schuldgefühle. Der Schock und die Angst. Er drückt mich. Ich konnte kaum aufstehen. Barry Wheeler kam oft zu mir. Und kochte sogar für mich. Anfangs mochte ich ihn überhaupt nicht, aber er ist ein besserer Freund, als ich gedacht hätte. Er schaut immer noch rein. Obwohl er inzwischen weggezogen ist. Okay.
Alice' Arbeit hatte die gesamte Wohnung eingenommen. Ihr ganzes Leben. Ja, gibt es denn unser Arbeitszimmer überhaupt noch? Eines Morgens sah ich ein Reh an meinem Fenster vorbeifliegen. Es war ein Ballon mit einer Comicfigur darauf. Als ich auf die Straße hinunterschaute, sah ich ein kleines Mädchen weinen. Als wäre mit dem Verlust des Ballons ihre ganze Welt untergegangen. Ein perfektes Beispiel für die Schrecken der Fürsorge. In dem Moment stand ich wieder auf und schnappte mir meine Kamera. Okay. Ah, jetzt findet hier was statt. Da war etwas in der Dunkelheit. Und das musste ich sehen. Es den Leuten zeigen. Je mehr Schatten ich fotografierte und filmte, desto mehr hatte ich das Gefühl, dass ich kurz vor einem Durchbruch stand. Ich vertiefte mich darin. Ich ging nur noch nachts raus. Ich war wie besessen, aber wovon wusste ich beim besten Willen nicht? Mhm. Es gibt eine verborgene Welt hinter der unseren. Wie eine dunkle Flut, die gegen unsere Realität brandet. Gesichter in den Schatten. Die Angst vor der Dunkelheit ist nur die Angst vor der Ungewissheit. Dieser gewaltige, lähmende Ozean. Doch Fotografie kann die Realität in einem Schnappschuss einfrieren. Die Unendlichkeit einschließen, sie einfangen. Ich muss den Beweis dafür finden. Jetzt gehen wir rein. Das Manuskript eines Romans. Return. Eine Horrorgeschichte über das Dunkel, das aus dem dunklen Ort entkommt und Bright Falls befällt. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, es geschrieben zu haben. Das habe ich auch nicht. Sowas würde ich nie schreiben. Ich wusste, wer es war. Scratch. Ein Monster mit meinem Gesicht. Sollte die Geschichte wahr werden, würde Scratch entkommen. Menschen würden sterben. Das Manuskript zu zerstören, würde nichts bringen. Ich würde es bearbeiten müssen, es umändern. Das Genre der Geschichte müsste ich beibehalten. Ich müsste mich also in Scratch-Limitierungen halten. Ich bräuchte jemanden in der Geschichte, der gegen die Dunkelheit ankämpft. Saga Anderson. Ich sah sie in meinen Visionen. Sie war bereits in Bright Falls, bereits involviert. Aber sie war nicht in Return. Noch nicht. Ich würde sie hineinschreiben, um Scratch zu stoppen. Innerhalb der Grenzen der Horrorgeschichte. Es war beinahe unmöglich. Es dauerte zu lange.
Das Ende war noch nicht erreicht. Mir lief die Zeit davon. Mhm, okay. Da hat das gerade gesagt. Sie war noch nicht in Return. Sie ist also noch in Initiation, wenn mich nicht alles täuscht. Und findet da noch gar nicht statt. Scratch stoppte mich, bevor ich das Manuskript fertig bearbeiten konnte. Schön. Die Erinnerung an meine Änderungen verblasste. Es wäre schrecklich, wenn das Manuskript wahr würde. Scratch war im Parliament Tower. Ruinierte meine Arbeit. Er könnte die Geschichte zur Flucht nutzen. Alice jagen. Ich brauchte ein neues Konzept. Eins, mit dem ich Scratch überholen konnte. Okay. Können wir denn hier jetzt weitermachen? Ja. Zane sagte, wir hätten Return gemeinsam erarbeitet. Das war eine Lüge. Return ist von Scratch. Ich würde Zane einen Besuch abstatten. Er hatte mich zu zwei Tatorten geführt. Ich brauchte einen neuen, um zum Parliament Tower zurückzukehren. Einen neuen Entwurf von Initiation. Ich habe keine Zeit für sowas, also raus mit der Sprache. Sagen Sie es mir. War das alles Fake? Eine Show? Niemand hat etwas anderes behauptet, Mr. Wake. Wir wollten nachgiebig sein, aber jetzt müssen wir uns nichts mehr vormachen. Ja. Die Masken werden fallen. Oh, so weit würde ich nicht gehen. Sie wissen nicht einmal, wer hinter Ihrer steckt. Aber Sie wissen, wie Sie sich das Leben schwer machen. All die Regeln. Endlose, verschlungene Schleifen, die sie unbedingt durchlaufen wollen. Sie haben so viel Glück, wissen Sie? So viele Menschen stehen hinter Ihnen. Eine ganze Armee. Ich selbst. Ihre Frau. Alice. Ich muss dringend zu ihr. Sie ist in Gefahr. So ist es. Ihretwegen. Dasselbe gilt für jemanden, den Sie mit reingezogen haben und der mir am Herzen liegt. Sie öffnen immer wieder Türen. Spähen hinein und nehmen sich einfach, was Sie wollen. Deshalb stehen Sie mir im Weg. Ich weiß nicht, wovon Sie da sprechen. Ich muss mich auf den Weg machen. Vielleicht schaffen Sie es ja diesmal. Das geht jetzt schon lange genug so. Das und unser Night Springs waren eine schöne Ablenkung. Wird Zeit, dass mir jemand eine klare Antwort gibt. Beim nächsten Mal werden die Umstände anders sein.
Und sie täten gut daran, sich zu revanchieren, indem sie ihre Rolle spielen. Oder mir aus dem Weg gehen, Mr. Wake. Ganz wie sie meinen. Dor, Zane, die Masken fielen langsam. War ich der Flucht etwa nahe? Ich durfte keine Zeit vergeuden. Ich bekam sie nicht auf. Okay. Ist hier noch was Schönes zu sehen? Was will er denn jetzt? Das ist ja wohl ein Schatten. Kennen wir das schon? Ist das immer noch das vom Wissenschaftler hier hinten? Ja. Was hat er gesagt? Ich bin so müde. Geh doch schlafen einfach. Hinten sehe ich, glaube ich, den Hausmeister. Beeilung! Da ist das Licht am Ende des Tunnels. Wow, das war knapp, Tom. Weiter, sagte die Oma im Schnee. Wenn die Panik am größten ist, ist die Hilfe nicht mehr weit. Dor war diesmal nicht froh, mich zu sehen. Die Furcht vor dem Herrn ist der Weisheit Anfang. Lass dich nicht unterkriegen. Er spielt seine Rolle. Gib ihm eine Rolle in deinen Filmen, Tom. So wie mir. Verdammt nochmal, das wär's doch. Welche Filme? Ich liebe deine Meisterwerke. Tom, der Dichter, ist mein Lieblingswerk. Und Nightless Night ist das bekannteste natürlich. Und stimmt es, dass es schon bald wieder ins Kino kommt? Ist an dem Gerücht etwas dran? Ich muss zurück in meine Wohnung. Können Sie mir helfen? Gut geplant ist halb erledigt. Du hast mich gebeten, nicht... Wie ging noch mal das Wort für Fotos? Lichtbilder. Die Bilder, die deine künstlerisch begabte Frau aufnahm. Die sind in einem Schuhkarton im Keller. Was du zurücklässt, wartet auf dich vor dir. Okay. Danke, Adi. Okay. Dann wollen wir mal in den Keller. Das scheint eine gute Idee zu sein, finde ich. Wir suchen einen Schuhkarton. Also das können sie, ne? Das ist echt ziemlich cool. Sehr viele Kapitel jetzt. Ist schon das dritte Kapitel oder was in dieser Folge? Ah, hier können wir wieder die Realität wechseln. Das machen wir auch jetzt nicht. Gibt es hier sonst noch irgendwas zu holen? Ein bisschen Munition oder was? Es geht wieder raus.
Um zum Parliament Tower zu gelangen, musste ich einen Tatort finden. Zane würde wissen, wo einer ist. Suche nach Zane im Hotel. Haben wir hier... Kriegen wir das hin? Ja. In diesem Labyrinth aus Blutspuren, durch das ich den Kult verfolgte, traf ich den Filmemacher Thomas Zane. Einen esoterischen Bohemian mit einer Vorliebe für Gräueltaten, die im Namen von okkultem Unsinn durchgeführt werden. Ein Regisseur will in seinen... Oh Mist. Ah, ich dachte, das spielt weiter. Na gut. Jetzt sind wir wieder hier. Sehe ich das richtig? Suche nach Zane im Hotel. Zanes Zimmer Nummer 665 war oben. Der Aufzug führte mich dorthin. Schauen wir mal, ob der feine Herr da ist. Ich hatte das Gefühl, Zane würde sich diesmal nicht freuen, mich zu sehen. Mich zu sehen. Es wäre zu gefährlich und wir hätten es nicht verdient zu entkommen. Und dann tauchte er auf. Scratch. Er hat mir versprochen, dass er mich hier rausholen würde. Er war einfach unfassbar. Ein Visionär. Es war Kunst. Aber als fertig war, nahm er Return mit und ließ mich zurück. Es ist noch hier. Und er auch. Ich weiß, ich hab's verbockt. Aber Sie können ihn noch fassen, bevor er rauskommt. Bevor er bei Ihrer Frau ist. Und wenn Sie ihn finden, zögern Sie nicht. Töten Sie den Bastard für das, was er uns angetan hat. In meinem Kino gibt es einen Tatort. Da, wo mein Film Nightless Night läuft. Ich hatte Ihnen doch gesagt, keine Tricks! Wir müssen ins Kino. Ich musste das Kino Poet Cinema finden. Dort war der nächste Tatort. Zane hatte den Film zusammen mit Return gedreht, um aus dem dunklen Ort zu entkommen. Ich kann nicht behaupten, dass ich hier schon ein Kino gesehen hätte. Ich habe auch noch nicht drauf geachtet.
Ach, jetzt sind wir auf der Dachterrasse, okay. Warte mal, wie kommen wir denn hier jetzt raus? Wieso muss ich denn den Weg nehmen? Muss ich den Weg überhaupt nehmen? Stimmt, ne? Ich höre ein Echo. Ich weiß nicht, ob das hier der richtige Weg ist. Das schien mir irgendwie jetzt so, weil das war so offensichtlich da lang zu gehen. Aber ansonsten wird es, glaube ich, keinen Sinn machen, dass ich das machen kann, oder? Wie macht er das denn? Ich... Verschwinde aus hier! Komm schon! Ist er down? Ja. Heil dich mal eben. So, jetzt sind wir unten in dieser Gasse, okay. Können wir mal kurz schauen, Talkshow-Studio. Wo sind wir denn? Wir sind hier drüben. Ocean View, Caldera, Autowäsche, Poets Cinema. Da unten haben wir es. Das bedeutet, wir kehren zurück zu... Ist die Highline Station? Genau, okay. Schauen wir mal, ob wir da durchkommen. Das sah nicht unbedingt so aus, die meiste Zeit. Aber in der Ecke war ich, glaube ich, noch gar nicht. In der Gasse gab es keine Spur mehr von Casey. Alles änderte sich und wurde dynamischer. Alles bewegte sich auf eine verborgene Eskalation zu. Schau mal. Die sind nicht da. Hier hinten, ne? Oh, jetzt sind wir noch was.
Ist das der Weg rein? Was denn jetzt? Für euch. Die Schatten waren weg. Oder nur nicht sichtbar. So, warte mal, was haben wir denn jetzt hier? Komme ich hier durch? Da geht's nicht durch. Okay, da ist das Kino. Hier gibt's hoffentlich noch mal ein bisschen Munition. Genau, sehr schön. Hier. Gib mal Munition, bitte. Danke. Hier geht's raus. Der dunkle Ort, Poets Cinema. Schauen lieber vorher nochmal, ob wir hier ein bisschen Munition finden können oder ein paar Batterien wenigstens oder so. Schaut mal, da drin haben wir beispielsweise nochmal so eine Küche oder sowas. Was haben wir hier? Down. Ist der andere Typ noch da? Nee, ne? Gut. Genau, der Pfeil, der war da. Also entweder die Leiter rauf oder wir haben das Ganze hier. Oh, hier haben wir einen Koffer. Mit jeder Menge Zeug. Danke. Da. Worte der Hilfe erhöht den Wirkungsbereich der Leuchtfackel, erhöht die Wirksamkeit von Traumakissen, die Wirkungsdauer von... Machen wir so. Da haben wir das nächste Echo. Komm mal her. Angeblich hat Gott uns nach seinem Ebenbild erschaffen. Genau wie wir ist er ein gefühlloser, grausamer Mistkerl. Und er möchte nicht, dass wir im Himmel die schönen weißen Polster beschmutzen. Und er will nicht hinabsteigen, um uns zu helfen. Es gefällt ihm, uns dabei zuzusehen, wie wir uns abmühen, leiden, töten, sterben. Und wieder versagen. Falls es einmal zu friedlich werden sollte, schürt er das Feuer. Diese Stadt dient nur zur Befriedigung seines kranken Voyeurismus. Möglich. Wie, jetzt sind die schon wieder da? Das ist ja ungeheuerlich.
schauen nochmal eben. Vielleicht können wir auch den Zaun da öffnen. Ah, hier haben wir was. Sehr gut. Geht das von hier auf? Ah ja, tatsächlich. Sehr schön. Etwas trieb mich weiter an. Ein gebrochener Mann ohne Perspektive. Keine Liebe. Zu hartnäckig, um zu sterben. Eine Kakerlake mit einem falschen Sinn für Gerechtigkeit, die es in dieser Stadt nie geben wird. So, kommen wir hier dann einfach so problemlos rein, oder was? Wir haben ja ein Ticket. Das Kino schien geschlossen zu sein. Vielleicht würde mir ein Ticket trotzdem Zugang gewähren. Ha! Bitte, danke. Das werde ich, danke. Die Kinoleinwand war ein Portal in andere Realitäten auf der Leinwand. Ich konnte eine Szene dort schreiben. Sehr cool. Okay. Wo haben wir den Punkt? Da haben wir die passende Karte. Ein Kinosaal, kann das sein? Ich sehe den passenden Punkt dazu nicht. Könnte natürlich sein... Ach, da oben ist er, okay. Gehen wir erstmal hier in den Mitarbeiterraum. Und speichern. 843. Wieder von vor einem Gedanken, vor einer Geschichte, die man im Kopf hat. Man kann seinen Ängsten nicht entkommen. Man dreht sein Monster immer bei sich. Der Teufel auf die Schulter ist man selbst. Man läuft immer zu ihm zurück. Wie in einer Schleife. Ich hatte das Gefühl, schon mein ganzes Leben oder noch länger nach dem Kult des Wortes zu suchen. Der einzige Fall, an dem ich je arbeitete. Sie tauchten mit ihren verabscheuungswürdigen Gewalttaten aus der Dunkelheit auf und verschwanden wieder. Zurück blieben nur blutige Tatorte und Hinweise mit obskuren Bedeutungen, die ins Nichts führten. Nachdem ich beim Kino angekommen war, spürte ich, wie eine gewaltige, furchteinflößende Offenbarung vor mir bebte. Bereit, ihr Maul aufzureißen und mich zu verschlingen. Dieser Ort war für den Kult von Bedeutung. Dort konnte man etwas verwenden. Mhm. Wir schauen mal eben. Ich übersah doch etwas. Ja, naja, die Szene. Da ist es wichtig. Dann wollen wir mal. Das Hauptereignis war der Mord. Ich musste ihn irgendwie finden. Okay. Der erste Schritt zum Tatort. Ich machte Fortschritte. Mhm. Sehr nett. Nichts drin. Ah, hier. Ansonsten, ach doch, hier geht's rein.
scheint mir jetzt auch eher eine Sackgasse zu sein. Weshalb wir vielleicht doch nochmal nach oben gehen und da schauen, denn ich glaube, hier ist nichts weiter. Jemand hatte sich im Zimmer verbarrikadiert. Okay, haha, nett hier. Ich schaue nochmal oben, ansonsten machen wir mal den Szenenwechsel hier unten. Warte mal, wir haben hier noch Pfeile? Denn möglicherweise ist diese Tür jetzt offen hier. Ah, wobei, das ist ja die... Das ist ja schon außerhalb der Szene. Pfeile in alle Richtungen irgendwie? Da haben wir was. Orte der Macht. Orte der Besserung. Mit die maximale Gesundheit. Ja. Auf jeden Fall. Bei dem Kampfsystem auf jeden Fall. So, jemand hatte sich verbarrikadiert. Das bedeutet, wir stellen uns hier hin und wechseln die Szene. Nee, warte mal, wir haben ja nur die eine. Warte mal, jemand hatte sich verbarrikadiert. Das kriegen wir hier auch alles nicht auf. Hier ist es also nicht. Hä, so viele Optionen bleiben doch jetzt auch gar nicht mehr, oder? Was habe ich hier übersehen? What have I übersehen? Hier geht's auch nicht durch. Sehr merkwürdig. Wir schauen noch mal hier rein. Dies war das Quartier des Kults. Sie haben es nicht mal verborgen. Vorfreude auf das Event transportiert dich in eine andere Realität. Okay. Denn ich würde schon sagen, dass das hier durchaus Sinn macht. Aber ich kann damit nichts anfangen. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe hier gar keine Möglichkeit, irgendwas zu verändern oder so. Was hat es denn damit auf sich? Wieso ist das denn... Getränkestand? Da hinten geht's durch. Das ist verbarrikadiert. Verschlossene Tür... Das führt da durch? Aber da geht's nicht durch. Oder doch? Das wäre ja dann hier. Ich komme ja jetzt auch nicht mehr raus aus dem Kino. Ich hätte gesagt, das ist da. Irgendwas habe ich übersehen. Hä? Alter, was checke ich denn nicht? Was fehlt hier? Wo muss ich hin? Was hatten wir? Hier geht's wieder runter. Hier ist gar nichts.
Und das hier hat er explizit erwähnt. Hier hat sich jemand verbarrikadiert. Da Ach doch, okay. Ja, ja, alles klar. Die Geschichte bestimmte die Szene. Ich kann das auch wieder rückgängig machen, okay. Ich dachte, ich bräuchte eine andere Szene, um zu der zu wechseln, aber ja, die Standardszene ist dann einfach das Abheften quasi. Ja, dann wollen wir mal. Ich stehe mittendrin. Es würde Ihnen gut tun zu reden. Es war ein Initiationsritus. So haben wir unsere neuen Mitglieder vom Glauben überzeugt. Zwei von New Yorks Besten. Sie hatten sich einen Platz in unseren Reihen verdient. Und wir hatten etwas Besonderes für sie vorbereitet. Und etwas ganz Besonderes für Sie, Alex Casey. Wer ist Ihr Anführer? Alan Wake? Hä? Scratch? Zane? Geben Sie mir einen Namen! Sie werden ihn noch früh genug treffen. Die Verderbnis nahm kein Ende. Es passte zum Genre. Also verwendete ich es. Schauen wir mal, ob wir so hier rauskommen. Ja. War nicht unfair. Wir gucken uns erstmal so um, was hier unten stattfindet. Die urbanen Legenden, die sich um Thomas Zane rankten, waren ein Loch ohne Boden. Ich stellte einige Nachforschungen an. Für Filmfreaks war er ein mythischer Autor des Filmkunstkinos. Ein aufstrebender Star, der von Finnland nach Amerika kam. Aber er drehte nur einen Film, Tom der Dichter, bevor er verschwand. Genau wie die Hauptfigur seines Films, die er selbst spielte. Das größte Rätsel war sein verschollener Film, ein frühes Werk aus Finnland, Nightless Night, dem mystische Eigenschaften nachgesagt wurden.
Manche behaupteten, es handle sich um einen Snuff-Film und der Ritualmord im Film sei ein echter Mord. Es waren keine verbleibenden Kopien bekannt, aber der Kult jagte den Film, als wäre es ihr unheiliger Gral, genau wie Wakes Bücher. Hier? Folgen ihrem Meister ins Lala-Land. Ein trauriger Haufen Clowns in Masken und Kapuzen, die sich für einen Geheimbund halten. Vielleicht sind Sie es, der eine Rolle spielt, Mr. Casey. Eine, die genau auf Sie zugeschnitten wurde. Eine Marionette, die zum Ruhm des Kults blind dem Ritual folgt. Hm? Was zum Teufel haben Sie denn geraucht? Nightless Night. Ein Teil des verlorenen Films blieb erhalten. Sie werden sehen, Mr. Casey. In der Nightless Night werden Sie es sehen. Nightless Night war Zanes Film. Er war wichtig für die Geschichte. Das Licht der Lampe schien aus dem Bildschirm und enthüllte eine Tür. Zanes Lampe am Bild hatte kein Licht. Ich konnte mein Licht auf seine Lampe übertragen. Aber wo ist diese Tür? Ach da. In der Nacht war ich wieder draußen. Die schäbige Gasse, keine neugierigen Blicke. Perfekt für finstere Taten. Hier. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Schnitt und schauen mal, was jetzt eigentlich Phase ist. Es wird langsam immer wirrer und immer mehr geht es so in diese Richtung. Noch ein Echo gucken, noch ein Echo, noch ein Echo. Es darf jetzt gern mal wieder ein bisschen mehr vom Spieler erwartet werden. Also, dass man hier ein bisschen mehr rumläuft, ein bisschen was entdeckt und so. Diese Bälle zusammenfügen, das ist alles ganz nett. Aber ich habe den Eindruck, jetzt in dieser letzten Stunde, ich weiß nicht, wie viele haben wir angeguckt, 6 oder 7 davon, und langsam fällt es mir schwer, da weiterhin dran zu bleiben, weil das so ein bisschen zu viel ist, finde ich persönlich. Wisst ihr, was ich meine? Ich will lieber was von der Welt sehen. Das könnten sie auch irgendwie anders machen, aber wir schauen mal, wie es weitergeht, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.